Hallo liebe empathische Empathen, hallo liebe Freunde, hallo liebe Wutbürgerinnen-Follower. Ich möchte mal ein bisschen aus dem Nähkissen plaudern. Ich möchte euch mal sagen, wer so einer meiner Lieblingsmenschen ist auf dieser Welt. Das ist Frau Dr. Angela Merkel. Deswegen nehme ich das persönlich gerade auch wirklich sehr, sehr mit, was in Berlin passiert ist. Ja. Da geht es um ein Video, was momentan gerade viral geht. Ich zeige das mal hier. Das ist das. Viral ist sowas wie überall auf der Welt gucken sich die Leute dieses Video an und geben ihre Meinung dazu ab. Ja. Ja, und Frau Dr. Merkel, die fängt in diesem Video irgendwie ganz doll an zu zittern. Ja, da habe ich natürlich Verständnis für. Weil auch mir kommt die Wut hoch, wenn ich die deutsche Nationalhymne höre. Wahrscheinlich ist das für Frau Dr. Angela Merkel noch viel, viel schlimmer. Ich meine, die musste sich das jetzt die 16 Jahre fast jeden Tag wahrscheinlich anhören. Dass man da irgendwann nicht mehr kann, das kann man ja wohl nachvollziehen. So, naja. Zum Glück hat diese Nationalhymne ja auch nur 3 Strophen. Da hat sie das gleich auch ganz schnell hinter sich. Ja, oh, die ist ja sowieso nicht mehr lange Bundeskanzlerin, was ich persönlich sehr schade finde. Na, was kann man machen? Vielleicht einen neuen Bundeskanzler, Robert Habeck, ich weiß es nicht. Der hat bestimmt ein neues Lied. So, die Grünen haben immer ganz tolle Ideen. Vielleicht irgendwas mit Haus und Elektro. Naja, mal gucken. Oder Crystal Meth, meiner. Weiß ich nicht. Ist so.